Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play. So, Command & Conquer Alarmstufe Rot Dreamers hat Edition auf Seiten der Menschheit gegen die Ameisen. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier in der letzten, in der allerletzten Mission des Spiels angekommen. Und ja, wir haben da eine Basis gefunden und unter dieser Basis sind wir jetzt hier in einem Tunnelsystem unterwegs. Und von daher müssen wir jetzt hier die Königin, glaube ich, der Ameisen finden, ne? Genau, die Ameisenkönigin. Weil die ist ja der Grund für alles hier bei den Ameisen. Ne? Und wenn wir die gefunden haben und auch noch erfolgreich platt gemacht haben, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die Ameisen auch platt gemacht. Ja. Bems. Sehr schön. Alles klar, nehmen wir den Arzt bitte mit hoch. Ist mir gerade ein bisschen so unsicher. Und ja, dann haben wir tatsächlich auch das Spiel geschafft. Also wie gesagt, dies könnte die letzte Folge sein. Was ist das? Feuerkraft der Einheit verbessert. Feuerkraft verbessert. Wir machen uns hier einen Super Stavros. So. Alter. Aber bitte nicht, vor eigener Dummheit kann ich dich nicht beschützen. Ah, Feuerkraft verbessert. Alles klar. Was ist das? Nee! Was ist das denn jetzt hier? Okay, nochmal laden. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Sequenz? Gut, das heißt, ich muss die Soldaten mit hochnehmen. Da kommen Superameisen und Flammenameisen. Ja, geil. Echt geil. Alter! Was läufst du denn hier rum? Was läufst du denn hier rum? Gibt es da einen Hintereingang? Hier gibt es tatsächlich einen Hintereingang, ne? Okay, geil. Ja, nice. Dann ist das natürlich klar. Dann... Oh nein. Hör doch auf. Hör auf. Boah, Gott sei Dank. Nee, hier gibt es doch keinen Hintereingang. Schade. Dann lauf mal an dem Arzt vorbei, der kann dich ja heilen. Genau. richtig. Letzte Mission des ganzen Spiels ist eine Inside-Mission. Ich glaube das nicht, ey. Ah, warte mal, wir müssen die Fässer stehen lassen. Genau, wir müssen die Fässer stehen lassen. Deshalb. Ah. Und wenn die dann gleich da angeschissen kommen, ja, dann machen wir die mit den Fässern platt. So, das war ja jetzt, ne? Genau. Oder die Männchen, die machen das. Nee, nee. Okay. Nee, das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Okay. Heftige Szene, muss ich sagen. Also, das ist echt. Hut ab. Einsatz geladen. Gut, da muss ich die alle mitnehmen. Da muss ich die alle mitnehmen, ey. Oh Mann. Bestätigt, in Ordnung. Ja, gut, okay. Ah, wartet mal, ich muss hier unten. Ich muss hier unten nochmal hin. Das ist einfach, ich muss da unten noch die Ameise platt machen. Ne? Wir müssen ja alles Nichtmenschliche hier platt machen. Was ist das jetzt hier wieder für ein Bereich? Oh nee, nix. So, wunderbar. Sitzt sich im Arsch, Mechanobot. So. Dann laufen die. Ach, scheiße. Lauf die immer dahin. So. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir. Ah, okay. Ja, am Ende nochmal was richtig Kniffliges. Das finde ich doch gut. Das finde ich doch saugut. So. Ah. Hier unten war ich ja noch gar nicht, ey. Hey, 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 hey. Alter. Oh. Verdammt. Ich brauche diesen Stavros. Drecksflammenameisen, ey. Ich brauche einfach diesen Stavros. So. Das ist auch so kacke, dass man hier kein Licht haben, ne? Dass man nichts sieht. Dass man nicht sieht, wo man schon war und wo nicht. Aber die Szene da oben, die müssen wir dann irgendwie überleben, ne? So, aber ich würde mir ganz gerne eigentlich erst... Ja, na klar. So, was haben wir hier unten? Alter, was ist das hier?
Ist das eine... Ah, oder? Was ist das? Geht das Licht jetzt wieder aus, oder? Was ist jetzt hier los? Ah, sehr schön. Wir haben wieder Sicht, Freunde. Wir haben wieder Sicht. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Schon mal ein Fortschritt auf jeden Fall. Nun würde ich sagen, erkunde ich jetzt einfach nochmal den Rest hier. Mit einem guten Star Wars. Wir haben schon mal Licht. Das ist doch schon mal wunderbar. Echt. Das speichere ich direkt. Ameisen. So. Einsatz gespeichert. Alles klar. Wir haben zumindest den Stromgenerator gefunden. Das ist doch schon mal eine gute Sache. So. Nochmal schön hier alles erkunden. Ja, Leute, wir lassen uns ein bisschen Zeit in dieser Mission. Weil es halt die letzte ist, ne? Und die letzte Mission muss abgewürdigt werden. Das heißt, nochmal schön alles hier erkunden. Jede Ecke hier, so. Klar, die natürlich auch der Übersicht, ne? Damit ich ja auch weiß, was hier Sache ist. So, alles klar, perfekt. John, waren wir ja hier oben noch? Na, was ist das denn hier unten? Was ist das hier unten? Leute, da unten war ich noch gar nicht. Da ist noch eine. Bam. Die sind One-Hit tot. Wenn man es richtig macht, ne? So. Ahaha. Panzerung und Feuerkraft. Geil. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt einen richtigen Super Star Wars hier am Start. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich echt genial. So, dann... Kommt jetzt dieser Bereich. Der Bereich, wo wir beim letzten Mal gerade eben abgekackt haben. So. Mach die platt. Sehr schön. Ja, wenn die sich nicht bewegen, dann passt das auch, ne? So, warte mal hier oben. Nee. Nee, ich will erstmal hier unten. So, speichern. Ameisen. Einsatz gespeichert. Alles klar. So. So, wie mache ich das jetzt? Da ist diese Flammenameise und die patrouilliert. Warum patrouilliert die? So. Die Flammenameise. Kisten. So, da ist die. Bims. So. Okay. Und die patrouillieren da. Das ist so komisch, die patrouillieren. Seit wann patrouillieren Ameisen, ey? So. Boah. Warum schießt die denn jetzt? So. Platt machen! Boah, haha. Das war geil, Star Wars. So, dann müssen wir jetzt hier alles platt machen. Da, Bams und Bams. Wunderbar, platt machen. Wunderbar, dann haben wir auch die Ecke gesichert. Sehr gut, Leute. Oh. Feuerkraft wieder verbessert. Sehr gut. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier Fortschritt. Und hier sind nur Kisten. Gut, aber das mussten wir halt eben platt machen, ne? Das mussten wir eben platt machen, weil es halt keine menschlichen Überreste sind, sag ich einfach mal. Gut. Alles klar. Dann haben wir hier wieder Fässer. Die mache ich einfach mal kaputt. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Bei Command & Conquer Remaster. Freut mich sehr. Wie gesagt, dieses Projekt, das ist und war wirklich sehr beliebt bei euch. Finde ich echt super. Habe ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass dieses Spiel das auch verdient hat. Es ist einfach genial. So, es ist einfach genial. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt schon ziemlich viel erkundet. Und ja, dann haben wir eigentlich nur noch hier diesen Weg jetzt. Okay. Ja, wartet mal, ich erkunde das mal vernünftig da. So. Erkunde auch die Ecken und alles. Weil ich will einfach alles sehen. So. Alles klar, liebe Freunde, dann gehen wir jetzt mal nach da oben, ne? So, dann gehen wir mal nach da oben. Dann gucke ich mal jetzt, wie wir das machen können. Das ist ja wohl nicht wahr. So, kaputt machen. Mach die platt. So ist der Arschsitzer. Hier ist der Arschsitzer. Okay. Alles klar.
Sehr gern. Es sind einfach viel zu viele, die da oben ankommen, ne? Deswegen. Ah, wartet mal, ich nehme Raketenwerfer und Schützen mit. Weil die Grenadiere und Flammenwerfer, die explodieren halt. Ja, und das ist ja der Kack. Wieder Feuerkraft. Mehr, sehr gut. So. Dann kommen die ja gleich da oben raus, ne? Bereit zum Einsatz. So. So. Okay, dann speichern nochmal. So, dann kommt jetzt die Szene gleich. Da kommt sie. So. Okay. Alter Schwede. Ja, das überleben wir aber. Wow! Ach, geil! Da haben wir noch mehr Verstärkungen gekriegt dadurch. Ja, das ist natürlich Hammer. So. Dann helft euch mal gegenseitig. So, speichern. Ganz wichtig, speichern. Da kommen wieder drei Super-Dinger. Ja, okay. Mach die platt. Oh, sehr gut. Sehr gut, Freunde. Wir kämpfen uns hier weiter. Speichern. Sehr schön. Oh Gott, wir kommen dem Ende immer näher, habe ich das Gefühl. Aha. Aha, das ist jetzt also Giftgas. Toll. Die Szene hätte ich eben also auch... Mammutpanzer! Oh, wie geil, wie geil. Ein Mammutpanzer. Aber warum kriegen wir denn einen Mammutpanzer? Oh Gott, ich ahne Schlimmes, ey. Na gut, egal. Hier in dem Gas. Alter Schwede! Okay, Lok, zieh die in das Gas rein. Naja, die verlassen den Bereich dann nicht. Die verlassen den Bereich nicht. Okay. Mach die platt. Ja, wunderbar. Ach du Heilige, was ist denn hier los? Das ist echt die Quelle. Wir sitzen echt am Nest. Bam, sehr, sehr schön, Stavros. Ich hab dich ja stärker gemacht. Stavros, du regelst das, komm. Ding, ding, ding. Sehr gut. Also, wir müssen einfach abwarten. Wunderbar. Ha, geil, dann. Mal hier diese ganzen ekligen Larven noch wegmachen. So, perfekt, Leute. Und mach die platt. Wunderbar hier. Alles klar. Dann platt machen. Oh, sehr schön, Leute. Wir machen echt Fortschritt hier. Das freut mich echt. Boah. Das riecht hier auf einmal so komisch. Na gut. So, Fässer platt machen. Kaputt machen! So, jetzt ist hier das Gas wieder aus. Oh, und jetzt ist hier das Gas an. Okay. Das heißt, wir müssen hier runter. Hm? Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich glaube? Ja, kommt. Kommt nur. Kommt. Ihr Drecksäcke. Echt. Kommt ruhig. So. Setz dich im Arsch. Zwei Ärzte mit Stavros. Das sollte passen. Bam. Ah, oh, Stavros, du bist eine geile Sau. Echt. Ballert der die Superameisen hier einfach weg. Wow. Okay. Liegt aber auch daran, dass wir den halt extrem stark gemacht haben, ne? Wow! Scheiße. Scheiß Flammenameise, echt. Verdammt nochmal. Mist. Ich hab natürlich nicht gespeichert, ne? Klar. Ich Vollidiot mal wieder. Na ja, gut, egal. Kriegen wir auch so hin. Da. Der Mammut. Mit hier hinkommen. So, wo sind die Ärsche? Ne, keine Ärsche, aber ihr wisst, was ich meine. Ey, mach die platt.
Bam, bam. Sehr schön. Weiter, weiter, bam. Wunderbar. Ja, ich meine, da kriegen wir auch hin, ne? Ich kann den einfach sich selbst überlassen, ja. Das ist gut zu wissen, dass wir da uns darauf verlassen können. Ne? So, bam hier, so. Alles platt machen. Wunderbar, die ist auch platt. Dann machen wir jetzt hier nochmal diese Larven platt. Larven tatsächlich sind das, ja. Alles, was nicht menschlich ist. Bam, sehr schön. Und dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Ameisen. Einsatz gespeichert. So. Und dann würde ich mal sagen, jo. Dann ist es tatsächlich so, Leute. Willkommen in der allerletzten Folge von Command & Conquer Remaster. Über anderthalb Jahre fast haben wir das jetzt gespielt. Und ja, es ist so, das ist jetzt hier unten echt der letzte Bereich. So. Ich muss hier aufpassen vor der Flammenameise. Extrem gemein. Da. Platt machen. Du machst die alle platt, ne, Stavros? Wow. Hahaha, Gott sei Dank. Okay, sehr schön. Dann kann ich ja meine Einheiten auch hier runterziehen, ne? Genau, und nochmal speichern. Ja, es ist, ich speichere viel. Aber ich will halt wissen. Ich will das halt abgesichert haben hier. Alter! Nee! Seht ihr das? Genau deshalb. Genau deshalb. Weil ich genau wusste, dass man das da nochmal so eine blöde. Ja, Flammenameise kommt. So, okay, das heißt hier runter. Ja, Sir, setze mich in Marsch. Ja, bin schon da. Ja, Sir. Schritt für Schritt hier, so. Ja, Sir, setze mich in Marsch. Bems. Wunderbar. Aber gegen die Flammenameisen nehme ich mir jetzt mal den Mammutbit. So. Geh bitte auf den. Hahaha, sehr schön. Seht ihr das? Da unten sehe ich die nächste. Alter. Was war denn hier los? Kommen die jetzt von da oben auch? Okay, dann der eine Arzt, der kann dann einfach da oben gehen. Gut, dann den Mammut. Hahaha, eiskalt hier. So, Wems. Was ich geil finde, Leute. Seit wann explodieren Larven? Was zur Hölle? Die Larven explodieren doch normalerweise nicht, ey. Ja, gut, komm. Egal. Ist ein Spiel. Was? Was? Ameisenkönigin. Seht ihr das? Die Ameisenkönigin. Und ihr seht, die schießt wie eine Tesla-Spule. Das ist doch krass, Leute. Ihr seht's, ne? Die schießt wie eine Tesla-Spule. Ja, gut. Das wird geil jetzt mit Gottes Segen. So. Mit Gottes Segen. Los. Mit Gottes Segen auf die Ameisenkönigin. Sehr schön. Oh. Ja, gut, das war. Das war uncool. Aber wir haben mit Gottes Segen haben wir die Ameisenkönigin geschafft. Ah, sehr schön. Alles nacheinander hier platt machen. So, dann speichere ich das nochmal. Ameisen. Wobei ich glaube, viel kommt nicht mehr. Und bam. Oh, sehr schön, Leute. Wir haben es. Ach, hier noch. Oh nein. Nicht, dass ich jetzt verkackt habe. Die Ameisenkönigin, die war hier unten, Leute. Oh Gott. Shit. Ich habe jetzt nur noch den Stavros und Mammut. Oh, ich wusste nicht, dass hier noch was kommt. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, gut, aber das muss doch passen. Ja, das sind nur. Okay. Es sind nur Larven. Alles klar. Oh, sehr schön. Wir haben alle.
Nochmal eine Kiste. So. Bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Liebe Freunde. Wir haben die Ameisen platt gemacht. Alles klar, Freunde. Es ist soweit. Letztes Foto des Tages. Folgen von Zeitreisen. Der Einstein. Last shot today. Ja, liebe Leute, es ist soweit. Wir haben das Command & Conquer Remaster fertig. Und meine Güte, was soll ich jetzt sagen? Wisst ihr was? Ich werde es jetzt so machen. Ich werde die beiden Intros nochmal, die beiden Outros nochmal abspielen, weil es jetzt ja wirklich das Ende von Command & Conquer Remaster ist, ey. Oh mein Gott, Leute, wir haben so viel, so lange hier mit verbracht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Leute, es ist soweit. Das Command & Conquer Remaster ist Geschichte. Wir haben es geschafft, tatsächlich. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach... Boah. Das ist gerade ein bisschen krass für mich, dass wir es echt hinter uns gebracht haben. Wir haben alle Missionen durchgespielt, wirklich alle. Auf normal zwar, aber wir haben alle Missionen durchgespielt und... boah, was soll ich dazu sagen? Vielen, vielen Dank erstmal an alle von euch, die hier zugeschaut haben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass gewesen, was da in Resonanz von euch kam. Zum einen, ich möchte jetzt mal alle Leute nennen, die hier zum größten Teil die Videos kommentiert haben. Da wäre zum einen der Flying Dragon Games. Wirklich. Vielen, vielen Dank für deine Treue. Es ist einfach genial, was du hier kommentiert hast. Das ist wirklich heftig unter jedem Video. So. Sei gegrüßt auf jeden Fall. Dann haben wir den Elite Pa Elite. Ach genau, jetzt ist das Outro zu Ende. Sorry, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Elite Pa Elite, also aka Elite. Auch dir. Vielen, vielen Dank für deine sehr nützlichen Kommentare und Tipps. Ich sag dazu nur, ja, der Tipp mit dem Bomber. War echt grandios, muss ich sagen. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Kommentare. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Und ja, da wäre noch der Chris18 zu erwähnen. Der hat auch einige Parts geschaut. Finde ich super. Vielen Dank auch dir, Chris18. Und ja, eine weitere Person ist noch die Zocker-Omi. die hat auch unter jedem Video schönen Support gegeben und alles. Finde ich echt super. Vielen Dank. Ohne euch wäre es nicht dasselbe. Und ja, liebe Leute, das sind jetzt so die einzigen, die wir jetzt... die einzigen, es sind schon viele, finde ich. Es sind jetzt die Leute, die mir eingefallen sind. Und ja, den ersten... Die erste Hälfte von diesem Let's Play hat noch der Jan Hartung geschaut. Sei auch du gegrüßt, falls du schaust. Vielen Dank für deine Treue. Und ja, was kann ich dazu noch sagen? Ich meine, guck mal, der Conquer ist vorbei. Ich wusste ja, dass der Tag irgendwann kommt, aber hier ist er nun und ich kann sagen, ein richtig, richtig, richtig geiles, gelungenes Spiel. Liebe Freunde, boah, das war wirklich jetzt, das ist jetzt gerade echt sehr emotional für mich, dass es vorbeigeht. Aber wie gesagt, da habt ihr echt einen rausgehauen, EA Games. Also wirklich, dieses Remaster, das ist wirklich grandios gewesen. Und
Ja, nächstes Projekt, liebe Freunde. Als nächstes werde ich tatsächlich versuchen, Empire Earth weiter zu spielen. Da haben wir ja mittendrin aufgehört, als das Command & Conquer Remaster rauskam. Und ja, da werde ich einfach mittendrin wieder reinspringen, ein bisschen klicken vorher. Und ja, wie gesagt, ich freue mich nochmal, dass ihr über ein Jahr lang mit mir dieses Spiel hier zusammen begleitet habt. Es war wirklich eine Reise. Und ja, was soll ich noch sagen? Es ist halt... Komm mal, Bunker, ne? Und wie gesagt, mit Empire Earth geht's weiter nächste Woche. Ich muss gucken, dass ich den Speicherstand wiederhergestellt kriege. Und ja, dann würde ich mal sagen... Liebe Freunde, ja, ihr seht, ich habe jetzt ein YouTube-Video offen, Sowjet-Ending, weil ich halt das Ending aus dem Spiel nicht mehr aufgemacht bekommen habe. Ja, liebe Freunde, möchte ich nochmal sagen, vielen, vielen Dank an alle. Command & Conquer Remaster ist beendet. Bei Folge, lasst mich gucken, bei Folge 180? 177. Folge 177. Das war das längste Projekt, was ich jeweils gemacht habe. Und ja, wie gesagt, vielen Dank und ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Projekt wieder begrüßen kann. Und würde ich sagen, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.